Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in IFC 24, zu einem besonderen Part, denn wir sind natürlich, wie man nochmal sieht, Gruppenerster geworden in unserer Champions League Gruppe. Ja, am Ende sieht es doch knapper aus, also als es ja gefühlt war, ne? Ich meine, wir haben ja eine richtig gute Saison gespielt. Wir haben verloren. Wo haben wir denn verloren gehabt? Hä? Werden wir Niederlagen? Ich dachte, wir hätten nur Sieg und Unentschieden. Also die Niederlage, da kann ich mich echt nicht dran erinnern. Aber gut, so viele Parts in letzter Zeit am Vorproduzieren, am Aufnehmen. Also was heißt Vorproduzieren? Aber bisschen was vorproduzieren, bisschen was am, also ja, bisschen Verschiedenes halt am Aufnehmen und da immer up to date zu sein. Vor allem beim aktuellen Stress ist halt ja nicht so easy und holy shit, was geht denn hier ab? Okay, wir haben Napoli und Arsenal, wir haben Leverkusen und Man U, uns natürlich bei Juve zu Gast, Liverpool und Benfica, City PSG, Galabas, nein, hey, ich bin noch echt nicht auf die Taste gekommen, aber okay, wie auch immer, Gala und Barca, Inter Atletico und Sevilla und Porto, okay, ja, ein paar Top-Favoriten sind wohl nicht dabei gewesen oder ausgeschieden anscheinend, würde ich mal vermuten. Wobei, haben wir uns eigentlich schon die anderen Gruppen angeschaut gehabt? Ja, jedenfalls halt, wie gesagt, bei uns schade, dass Celtic ausgeschieden ist. Aber wollen wir echt die Niederlage? Das würde mich halt echt gerne interessieren. Ja. Unentschieden gegen Gala, das war mit Highlights. Gegen Celtic, wo es egal war. Okay, ja, macht Sinn. Stimmt, okay. Dann ist in Ordnung. Und gegen Milan, das Unentschieden war eigentlich auch egal. Also die letzten beiden Spiele waren egal. Ja, das eine Unentschieden gegen Gala. Da wollte ich eigentlich den Sieg haben, um auf mal extra safe zu gehen, ne? Ja, aber so ging es halt auch. Und ja, waren Gruppe Erster. Gehen mit Selbstvertrauen gegen Juve. Also zu Gast bei Juve natürlich. Ja, Leipzig ist raus. Das ist schon... Ja, ich sag mal so, in FIFA 22 hätte ich sie tatsächlich als Gruppenerster eingeschätzt, weil da hatten die halt noch Soboj Soloy, da hatten die noch, wen hatten die noch? Die haben da noch irgendwie ein krasses. Also, Olmo ist ja noch da. Simakan hatten sie zum Beispiel auch, genau, Simakan hatten sie, Soboj Soloy. Aber sie hat noch mehr irgendwie. Nkunku, genau, Nkunku war das, auf den ich nicht komme. Ich wusste irgendwer Wichtiges. Und da hatte ich sie auf 1 geschätzt. Dann, ja, schwer zwischen Napoli und Benfica, um ehrlich zu sein. Ja, die hat dann Platz 2 unter sich ausgemacht. Schwer einzuschätzen gerade. Weil ich nie beim Benfica war. Auch wenn die ein paar Talente hatten in FIFA 22. Also aufregende Männer für die Zukunft und auch großes Potenzial ein bisschen. Bei Napoli weiß ich es nicht mehr genau. Aber die hatten keinen schlechten Kader, also das. Aber wie gut, inwiefern die besser waren als Benfica, keine Ahnung. Es kommt ja auch immer drauf an, weil Bodo Glimt zum Beispiel, die haben ja auch gar nicht mal so verkehrt abgeschnitten mit 3 Unentschieden. Ich meine, in so einer Gruppe für ihre Verhältnisse, 3 Unentschieden in so einer Gruppe, das ist eine gute Leistung. Kann man nichts anderes sagen. Auch von Hajduk Split natürlich. 3 Unentschieden in der Gruppe hier mit Man U, Sevilla und Bayern, wo Bayern zum Glück in die Euroleague abrutscht. Das freut mich, Mann. Let's go. Auch wenn die Euroleague-Teilnehmer mir leid tun, weil, ja, für die wird es nicht leicht, je nachdem, ne? Oreal auch in die Euroleague, für die wird es ganz und gar nicht leicht. Heilige Scheiße. Holy shit. Und Porto, oh, cool. Boah, Sparta Prag hatte fast so viele Punkte wie Real einfach. Krasse Leistung von Sparta. Kann man nicht anders sagen. So. Hätten die Real Madrid da noch besiegt, ey, da wären sie vor Real gewinnen. Das wäre cool. Ich mag Underdogs, also deswegen. Nichts gegen Real, also persönlich, also. Ja, PSG, alle Spiele gewonnen. Ja. Theoretisch hätten wir das theoretisch sein können, weil, ja, wie gesagt, ein paar Spiele waren mir egal gewesen, nachdem wir weiter waren, nach dem Unentschieden gegen Gala, wo ich halt gerne einen Sieg gehabt hätte, aber war in Ordnung vollkommen, weil es ging, hat erst Weiterkommen gezählt, dass wir safe weiter sind, dass wir Gruppenerster sind, auch safe, dass wir halt eventuell einen leichten Gegner bekommen, ne? Und soweit das safe war, habe ich halt ein bisschen geguckt, dass ich halt andere Leute mitnehme, zum Beispiel gegen Celtic, da wo die auch gewonnen haben. Ja. Aber gut, Celtic ist sowieso gegönnt, dass sie da Punkte gegen uns geholt haben. Wer wenn nicht Celtic, ne?
Weil ich kann die leiden. So, gleich wie es ist. Und Juve knapp noch weiter vor Kiew und Amsterdam. Also ich sag mal, Ajax, die waren schon besser in FIFA 22. Also dass sie hier rausgeflogen sind, überrascht mich nicht so sehr, wie es mich in 22 überraschen werden. Da hatten die noch Gravenberch gehabt. Unter anderem da hatten die noch Suárez. Da hatten die noch, also ja, krasse Talente auf jeden Fall mit Statue. Ja, wobei erste Saison, ja, keine Ahnung, aber werden bestimmt vor Kiew gelandet in 22. Ja, aber trotzdem war es knapp so. Nicht verkehrt, trotz allem so, ne? Von Kiew und Ajax, finde ich. In der Gruppe mit PSG und Juve vor allem, wo PSG ja nicht gepatzt hat, also da haben sich schon Juve, Kiew, Ajax sich einen krassen Dreikampf anscheinend um Platz 2 geliefert. Haben wir Arsenal, Leverkusen, Schachtja und Lens gehabt. Und ja, erwartungsgemäß, auch wenn Schachtja halt schon, ne? Mannschaft ist, die halt schon im Favoritenschreck ist, soweit ich das in Erinnerung habe. Und auch wenn sie 6 Mal auf die Fresse bekommen haben, holy shit, sollte vielleicht mein Maul halten. Ja. Ja, Leverkusen auch, FIFA 22, da hatten sie vielleicht einen besseren Kader, wo noch Diaby mit dabei war, den ich sehr gefeiert habe. Also den Flügel da, oder ich weiß nicht, ob der da als Flügel war oder ob der Mittelfeld war, aber auf jeden Fall habe ich ihn halt immer als Flügel, also oft gerne als Flügel geholt gehabt, den Diaby, und den Showdowns mit meinem Bruder, da war oft weggeschnappt. Sag ich es. Oh, Rangers, die kann ich auch gut leiden, also noch ein bisschen, ein Ticken mehr wie Celtic, um ehrlich zu sein. Warum, keine Ahnung. Ja, auch schade, dass sie nur 3 Punkte geholt haben, aber gut, in der Gruppe, wobei Salzburg, die haben krass performt hier, finde ich. Also fast so viele Punkte wie Man City und Barca hier. Also nicht viel gefehlt. So 5 Punkte weniger wie Barca, 2 weniger wie City. Also die haben Top-Saison gespielt. Also schade, dass das nicht gereicht hat, um City in die Euroleague zu klatschen. Ne? Wer Salzburg gegönnt? Ja, hier eindeutige Sachen mit Atletico und Liverpool, Brügge und Sporting. Bei Sporting weiß ich nicht, wie ihr Kader hier ist, um ehrlich zu sein. Aber Brügge, so von dem, was ich über den Kader meine zu wissen, also von dem, wie es ausschaut, haben sie halt viele gute Stars halt oder halt Talente auch verloren, wie ja, ich komme nicht auf die Namen, ey. Keine Ahnung, was heute los ist. Also sie hatten halt richtig krasse. Ich weiß nicht, Nusa, ob der noch da ist. Ich glaube, der ist hier auch schon weg. Der war in FIFA 22 bei Brügge. Dann hatten sie FIFA 22 auch diesen belgischen Stürmer da. Mittelstürmer, Stürmer irgendwie. So ein Belgier, so ein junger Belgier. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, hier ist der auch ZOM und spielt bei Milan, glaube ich. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen, aber ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Irgendwie ist mir komplett entfallen. Aber die hatten dann FIFA 22 schon keinen schlechten Kader. Deswegen wäre da vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Vielleicht aber auch nicht, weil keine leichte Gruppe. Ich meine, zwei Top-Karäter, dann noch Sporting, die auch krass sind, ne? Ja. Wie auch immer. Natürlich schauen wir uns nach der Saison auch die Euroleague genauer an und die Conference League. Wollte ich nochmal vorwegnehmen. Ich war, und den DFB-Pokal natürlich, was da passiert ist, nachdem wir gegen Dortmund halt rausgeflogen sind. Ja, ich hoffe, dass mich nicht den Job kosten wird, aber könnte. Aber wenn dann, ja, mal schauen, wie es weitergeht, ne? So, erstmal geht es allerdings so weiter gegen Juve. Ich richtige Stichwort, aber ich muss mal kurz hier rein. Ist immer sicherheitshalber nochmal nachschauen, weil jetzt hätte ich halt schon wieder vergessen gehabt. Und aus Fehlern, ja, sollte man lernen, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu spät kommt hier, weil, ja, es ist nur noch 2 Tage Zeit und vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht gehabt vorher. Im letzten Part. Kann gut sein. Aber wenn, dann ist das so und wir improvisieren halt. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich dieses Spiel machen werde gegen Juve, also selber zocken, Highlights zocken, Simulation. Ich habe mir da echt einiges an Gedanken gemacht und ich denke, am sinnvollsten wäre es, ein Spiel selber zu zocken und eins entweder Highlights oder Simulation. Weil da tut sich ja eigentlich auch kaum was, ne? Vielleicht mache ich sogar Highlights und selber zocken, weil, ja, viel Unterschied zur Simulation ist ja eigentlich nicht wirklich gewesen in Highlights. So, Highlights zocken ist ja auch eine Sache für sich. Okay, cool. Wusste, hätte ich nicht unbedingt geschätzt, aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch einiges bei den Leuten rausgeholt, bei ein paar Leuten rausgeholt, wie Waldschmidt und ihm viel, und dem vor dem Franic auch, also vor dem zweitletzten. Also dem Philipp, genau. Aufgrund von Positioning Change, das kann gut sein.
Also bei Waldschmidt bin ich mir sicher, dass das wirklich der war mit den 10 Millionen, aber kann halt sein, dass durch Positioning Change und vielleicht auch ein bisschen bessere Gesamtstärke, jüngeres Alter oder so war, kann gut sein. Habe ich halt nicht mehr komplett auf dem Schirm. Güle hat sich verbessert, das ist nice. Ist jetzt auf einer 80 hoch von einer 79 seit dem letzten Part. Sehr gut. Ja, auch wenn viel Stress ist so. Trotzdem einiges im Blick hier. Harvey Elliott ist unzufrieden. Czerny. Shit, nee, Mann. Dann musst du mit hier. Scheiße, ich kann nie die beiden hier pushen. Wobei, erst verdient hätte, eine höhere Gesamtstärke zu haben. In etwa die von Mokoko. Weil der, also okay, vielleicht ein, zwei Rating niedriger. Wäre ich vollkommen fein mit. Weil der Typ, der wurde Top-Torjäger in einer Saison. Also ich glaube nicht nur von uns, sondern von der gesamten Liga. Aber selbst wenn es nur von uns gewesen ist, warum hat Mokoko eine 87 und Gittens nur eine 82? So verstehe ich nicht. Vor allem, wo ich mir vorstellen kannte, dass, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habe ich bei Nugittens und Tyduran Will, weil ich das halt schon fand, dass sie geil performt haben und nicht genug Gesamtstärken dazu bekommen haben, habe ich sie, glaube ich, noch ein bisschen hochgeschraubt. Wie gesagt, das ist halt meine Erinnerung, kann sein, dass ich falsch liege. Aber wenn das wirklich so ist, dann haben die den ja richtig scheiße. Also richtig scheiße das am Händeln, weil. Der spielt geil. So, der wurde nicht umsonst Top-Torjäger. Also ich weiß nicht, ob es von uns war oder von der gesamten Liga, aber ist ja auch egal. So, der spielt super. So, warum wird der nicht befordert, nicht genauso behandelt wie Okoko? So, verstehe ich nicht ganz. Liegt das an der Stürmerposition? Aber ich sag mal so, ist ja eigentlich egal, auf welcher Position der spielt. So. Weil Offensivkraft, wenn die, oder ZOM auch, wenn die krass abliefern, Tore ohne Ende machen, dann sollte das halt auch gepusht werden. Also ich habe halt gehört, dass bevor ich IFC hatte, da wurde sich halt bisschen, also was heißt beschwert? Es wurde Kritik geäußert, dass sich die zu sehr steigern, zu sehr das Potenzial bei Spielern erhöht worden ist. Das habe ich gar nicht. Also das Gefühl habe ich hier gar nicht, Leute. So zum Beispiel bei Jamie bei Nugittens. So, der müsste in meinen Augen mindestens eine 85 haben. Oder wenn nicht sogar höher. Wenn nicht sogar eine 86, 87, weil der wurde einmal Top-Torjäger von uns. So. Der wurde einmal in einer Saison Top-Torjäger von uns, vielleicht sogar von der gesamten Liga, vielleicht sogar irgendwie im Pokal und hast du nicht gesehen. Vielleicht sogar in der Conference League, wo er auch mal dabei war. Keine Ahnung, wo er überall krass abgelegt hat. Auf jeden Fall war halt, also ich weiß nicht, ob der wirklich von der Liga der Top-Torjäger war oder nur von uns. Keine Ahnung mehr. Aber er hat auf jeden Fall eine ordentliche Saison gemacht mit vielen Toren. Mit mehr als Mokoko. Mokoko hat eine 87 und bei Nugittens ist es 82. Wieso EA? So. Da sollte halt schon gleiches Recht für alle. Für Stürmer, für Flügel, für ZOMs. Macht geile Dinger und da sollte auch das Potenzial nicht so eine große Rolle spielen in meinen Augen. Weil Wimmer und Czerny, wenn die 50 Tore machen, dann sollten die auch ordentlich ansteigen in meinen Augen. Und deswegen finde ich, sollte EA da nochmal ein bisschen dran feilen. Aber, und das wäre halt auch, fände ich halt richtig cool, wenn sie es machen würden. Weil Jamie, der hat sich das zum Beispiel verdient. Oder auch Wimmer und Czerny. So. Vor allem bei einem Czerny, da habe ich selber halt ein bisschen nachgeholfen, sage ich mal, weil ich finde, der hat sich das einfach verdient, weil der richtig gut gespielt hat. Klar, er hat kein Potenzial, aber wen interessiert's? So, wenn die gut spielen, dann sollten die halt auch belohnt werden, sage ich mal. Klar, wenn sie jetzt 30 sind, dass da nicht viel nach oben geht oder gar nichts, finde ich in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Aber unter 30-Jährige selbst, die Leute, die nicht, die kein Potenzial haben, wenn die 50 Tore machen, dann sollten die auch dementsprechend gehandelt werden, finde ich. Also, weil es haben sie sich dann einfach verdient, genauso auch wie die Abwehrspieler und Keeper, die krasse Defensivarbeit leisten. So. Oder halt auch ZDMs und ZMs natürlich, ne? Nicht außen vor lassen. Aber ja, wie auch immer. Und ich wusste gar nicht, dass wir Orange nur Auswärtstrikots haben. Sind wohl, hat sich wohl ein bisschen was getan bei den Trikots auf Wolfsburg. Und hier sehen wir auch nochmal den Überblick der Achtelfinalbegegnung. Finde ich ganz schön die Übersicht hier nochmal, dass gezeigt wird auch. Und das ganze Intro und so. Ja. Also zu Beginn soll es ja nicht da gewesen sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob so war. Keine Ahnung, Leute. Aber ich bin einfach froh, dass ich das halt zeigen kann
und dass ich auch die Musik ausmachen kann, dass wir hier halt keine Sorge haben wegen irgendwelchen Urheberrechten. Und ist das nicht? Kenne ich den Typ da? Einer, der kommt mir bekannt vor. Einer von denen. Aber vielleicht ist das auch nur so ein bekanntes Gesicht, so was man meint zu kennen, weil es einem sehr ähnlich sieht. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Ich sehe auch gleich die Aufstellung von Juve. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch Vlahovic haben. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Außer Vlahovic hat sich ein bisschen verändert. So. Oder ich habe ihn nicht erkannt. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht ist er auch verletzt. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, und da sind auch unsere Jungs, die Makan, Keylor Navas, dann Rico Lewis, Doucouré und wie sie nicht alle heißen. Wie gesagt, Doucouré. Immer noch bester Verteidiger. Ich weiß nicht, ob sich das hier ändern wird. Ich weiß, ich erwähne das fast jedem Part, aber der Typ hat es einfach verdient. So, der hat all die Positivität und verdient. So, soll halt nicht irgendwie anders rüberkommen, aber er hat es halt verdient. So, ich gebe halt Credits, wenn die Credits verdient sind. Deswegen, ja. Selbes gilt natürlich auch für unsere Power- und Offensivleute. Also da hat jeder das Lob eigentlich verdient. So. Ja. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren erwähnt, dass ich mich sehr glücklich bin mit unserer Offensive. Ja, wenn nicht, dann ja, sollte ich vielleicht ein paar bisschen noch mal öfter erwähnen, weil die ist auch unfehlbar. Ich komme mit jeder Offensivkraft, die ich einsetze, eigentlich zurecht. Und ja, mit den meisten bin ich ja auch am Abgehen. Und defensiv, da geht Doucouré ab. Da haben wir schon am Ball gesehen, auch wenn der Ballgewinn natürlich von Rico Lewis, glaube ich, war das war. Und Güler ist frei. Ah, der Güler, sowas lässt er eigentlich nicht liegen. Diesmal nur der Pfosten, weil der Winkel zu spitz wurde wegen dem Verteidiger. Ja, vielleicht hätte ich einfach trotzdem versuchen sollen, aber vielleicht hätten wir da noch gar keine Chance gehabt. Naja, egal. Güler, wenn er nochmal so eine Chance bekommt, dann könnte das unser Tor sein. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf die Aufstellung von denen geachtet. Habe ich die weggeschaltet oder kamen die nicht? Oder war ich einfach nur ein bisschen zu motiviert für die, hyped auf diese Partie hier? Bin ich tatsächlich wirklich. So. Hat gerade auch ein bisschen stressige Zeit, so kurz vorm neuen Rutsch hier. Noch ein bisschen schnell Parts am Aufzeichnen, weil ich das gerne machen würde. Ein bisschen auch wieder präsentieren würde, weil ich bin aus dem gewöhnlichen Ablauf ein bisschen auch rausgekommen, leider. Aufgrund des, ja, weil einfach viel zu tun ist und ja, deswegen, ja. Also nicht unbedingt wegen dem, was andere machen an Silvester, zu tun haben oder Stress haben, so. Bei mir ist der Stress und die Vorbereitung auf Silvester anderer Natur, aber da gehe ich auch nicht zu sehr ins Detail. Ja. Aber es ist ja auch, denke ich mal, ja, vollkommen in Ordnung so. Ja, wenn nicht, ist das halt so. Weil ich mache Dinge, mit denen ich mich wohlfühle und nicht die, ob die in Ordnung sind oder nicht. Weil, ja, soll sich jeder meinen Augen wohlfühlen mit dem, was er macht. So, ob's jetzt hier wie hier bei mir jetzt ist, mit Tube Hobby mäßig und so. Und Just for Fun, und was zur Hölle ist da schiefgelaufen? Ich habe die ganze Zeit Dreieck gespammt, aber irgendwie, ja, ein Eigentor. Und lass mich raten, das war Doucouré, oder? Ey, nee, sag nicht, das war jetzt Doucouré, der bestraft wird dafür, dass ich ihm so viel Lob verteile, was er aber auch verdient hat. Ja, toll, jetzt wird er auch noch bestraft. Das ist. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe, wie gesagt, Dreieck gespammt, dass er den eigentlich in die Hand aufnimmt, der Keylor Navas, aber irgendwie wurde es ein Eigentor. Keine Ahnung, was da abging. Ja. Keine Ahnung, und ja, Ref, kannst du da mal. Das gibt noch nicht mal eine Karte. Okay, der Ref wurde von Juve vielleicht gekauft, weil. Also, ich hätte da bestimmt mindestens. Also, bestimmt gelb für gesehen, wenn nicht sogar rot. Also, ja, ganz. Ja, und die Flanken von mir, die müssen auch mal wieder besser werden. Das hatte ich früher auch mal besser drauf gehabt, aber egal. Egal, egal, egal. Schöner Ballgewinn von irgendeinem ZM, glaube ich. Könnte Nevers gewinnen sein. Ja, so ist es. Gut. Nice. Schöner Hackenball von Jol und auf Güler. Und schon wieder lasse ich die mit ihm liegen. Was ist denn heute los mit uns beiden? Eigentlich funktioniert das ja, als wären wir beide eine und dieselbe Person. Diesmal, ja, irgendwie die zweite, die ich mit ihm liegen lasse. Keine Ahnung, was los war. Vielleicht bin ich zu hyped für den Part. Vielleicht bin ich zu hyped.
Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ja, hoffe ich, dass ich das noch besser mache, weil wenn die Niederlage kommt, dann ist sie auf jeden Fall schon verdient. Auch wenn das Tor halt, keine Ahnung, wie gesagt, was da los war. Ich hatte drei gespammt, aber irgendwie, ja, ist es nicht so passiert, wie ich eigentlich erhofft hatte und gedacht hatte. Weil ich habe mich darauf verlassen, aber ja, hier kann man sich eigentlich auf nichts verlassen. Aber gut, kannst im Leben eigentlich auch nicht, deswegen, ja. Größtenteils nur auf dich selber. So. Sag ich, wie es ist. Güler, auch wenn ich natürlich die Sicht des einsamen Wolfes habe. Und ja, ja. Und ich fühle mich aktuell zum Wohlfühlen sehr, sehr wohl. Also klar, viel Stress, deswegen bin ich auch oft ziemlich angespannt, ziemlich sauer auf die Entwickler. Klar, ich will es nicht nur um Stress schieben, weil natürlich ist nicht alles wegen Stress. So. Aber wenn halt viel Stress ist, dann ist das halt häufiger so, dass ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Aber die meisten werden auch überrascht, die halt schon länger hier mit von der Partie sind, wie krass ich meine Emotionen tatsächlich in vielen anderen Situationen unter Kontrolle haben kann und auch habe. Ja, da werden einige ziemlich überrascht. Bin ich manchmal tatsächlich auch. Ist nicht einfach. Aber das wissen wahrscheinlich auch viele wahrscheinlich selber so. Das muss ich wahrscheinlich nicht wirklich erklären, so, dass es nicht einfach ist. So. Und Emotionen machen einen auch aus und holy shit, ich hoffe, dem Spieler von mir geht's da gut. War das ein bisschen Schauspiel für die Offiziellen, die eh gegen uns pfeifen, so wie es ausschaut. So, weil die eine Situation, ich will nicht sagen, dass sie sus war, aber ja, ich sag auch nicht, dass sie nicht sus war, ne? Ich behalte das im Auge. Oh shit, da hätte ich mit YOLO und durchlaufen können. Aber das habe ich nicht gesehen, deswegen, ja, Ball vertändelt. Super. Ja, irgendwie keine Ahnung. Gegen Bayern eine krasse Partie, gegen Juve, aber dasselbe Schwierigkeit wie gegen Milan und Gala. Und so viel schlechter sahen die in ihrer Kader jetzt auch nicht aus. Weiß ich, wie es ist so. Und gegen die war es gefühlt auf einer anderen Schwierigkeit. So, keine Ahnung, was mit ihr hier abgeht, aber gut. Ist ja auch in Ordnung, sagen wir ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Nervenkitzel, ein bisschen mehr Entertainment auch. Ist an sich ja eine gute Sache, aber ich verstehe es halt einfach gerade überhaupt nicht, wieso das so ist. Und ja, ist aber eigentlich in Ordnung, ist eigentlich auch der Sinn der Sache. Ja, eigentlich so, wie ich es gewollt habe. Und ja, auch wenn ich es halt gerne nachvollziehen könnte, weil ich halt ein rational denkender Mensch bin. So, ich hab's gerne, dass man es verstehen kann, dass man es nachvollziehen kann, aber gut, ja, ist halt nicht immer gegeben. So, da muss man auch nicht unbedingt, sag ich mal, jetzt EA einen Vorwurf machen. So, ist ja auch nicht nur, ja, hier so, sondern auch in anderen Spielen, dass man Dinge oft nicht nachvollziehen kann. Und ja, manchmal, ja, ist es halt auch berechtigt, manchmal halt nicht. Und hier ist der Ausgleich durch Lohl und längst überfällig, weil wir hatten zwei Top-Chancen, zum Beispiel durch Güler oder auch andere Situationen, wo ich mir denken könnte, jo, am anderen Tag wäre der vielleicht reingegangen, in einer anderen Situation vielleicht auch. Und ja, ich denke, der Ausgleich geht in Ordnung. Aber ich dachte auch eigentlich, nachdem der erste Ball nicht drin war, okay, die könnten noch was machen, theoretisch, aber Rasmus Højlund lässt sich nicht aufhalten. Er ist endlich wieder da nach dieser Verletzung im DFB-Pokal gegen die Duisburger. Ey, das habe ich denen noch nicht verziehen und werde ich denen auch nicht vergessen. Auch wenn ich mich da vielleicht ein bisschen dran halte, aber ja, ich stehe halt hinter meiner Mannschaft und wenn einer meine Leute hier umsäbelt, dann sehe ich das überhaupt nicht gerne. Finde ich das überhaupt nicht cool. Auch wenn es halt im Anführungszeichen nur Angestellte für mich sind, aber ihr merkt schon, so zu manchen da, die fühle ich halt einfach, die Spieler, kann man sagen. So, ich fühle sie einfach und Jamie, ja, Czerny würde gerne spielen und ich, ja, wobei vielleicht Duran Wilde hat sich ein bisschen gesteigert. Und du kannst doch auch auf der anderen Seite spielen. Nee, kannst du nicht. War das Duran Will oder kann es keiner von euch beiden? Duran Will könnte rechts im Mittelfeld. Ja, wobei ist ja eher egal eigentlich. Dann nehmen wir noch Bajatic vielleicht mit hier für Neves, für Sera Marie. Ja, wobei nehmen wir mal für Neves vielleicht mit. Reyes vielleicht noch für Simakan.
Dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Mokoko mit für Yolun, weil Yolun spielt zwar gut, aber Mokoko hat noch ein bisschen Gesamtstärke. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, auch alles gut gewechselt. Dann kann ich mich voll und ganz auf die zweite Halbzeit doch konzentrieren mit frischen Jungs. Und ja. So, und natürlich mit denen, die ich nicht runternehmen konnte, nicht runternehmen wollte. Ja, HWL jetzt schon am Ball hier auf Mokoko. Und da spiele ich sicherheitshalber auf Udogie. Udogie, auch wenn ich eigentlich den weiter hinten gerne hörte. Aber ist egal, vielleicht geht es auch nicht anders mit der Formation. Und was war das für ein Kullerball? Eigentlich habe ich den so geschossen mit Jamie wie immer von der Schusskraft her. Aber manchmal, da kommt Kullerball und manchmal, da sind die schon ein bisschen härter. Aber keine Ahnung, was da auch abgeht. Weil eigentlich schieße ich die immer mit derselben Schusskraft. Aber irgendwie, ja, sieht das Spiel das ein bisschen anders. Keine Ahnung, warum. Ah, gut. Unerklärliche Mysterien. Das ist vielleicht was für Akte X. Oh shit, ich muss mich aber ein bisschen konzentrieren. Scheiße, das nutzt der Kollege nicht aus. Okay, danke dir. Keen, willst du zu Wolfsburg kommen? Das war sehr nett von dir. Komm gerne nach Wolfsburg, darf. Wenn das machbar ist, aber sollte bestimmt. Wenn ich nicht rausfliege, dann vermute ich nicht. Weiß ja nicht, was die Pläne des neuen Trainers dann wären. Ja. Und ob der Wolfsburg so fühlt wie ich, das ist auch. Schöner Ballgewinn von Waze. Kann ich anders sagen. Jamie auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Und schön auf Czerny. Und Czerny, der hämmert das Ding rein. Das meine ich halt einfach mit Czerny. So. Immer wenn ich dem spielen lasse, genauso wie Wimmer so. Die beiden, auf die ist einfach Verlass. Die sind einfach die. Auf die ist Verlass, die Boys so. Aber natürlich auch auf. Das soll nicht heißen, dass auf unsere anderen Flüge nicht Verlass ist oder generell auf unsere anderen Spieler. Natürlich ist Verlass auf Yolun und auf Mokoko, auf Jamie Benedictens, auf Duranville. Aber. Die beiden, die sind halt die ohne Potenzial und da freut mich das halt. Und vor allem sind das die Ur-Wolfsburger sozusagen, in Anführungszeichen. Natürlich. Weil der einzige Ur-Wolfsburger, den ich hier wirklich gesehen hatte, war, also einzigen wirklich Ur-Wolfsburger könnte man sagen, Maxi Arnold und eventuell Kohn Castells. So. Vielleicht kann man den auch noch mit in die Dings nehmen hier, aber ansonsten nicht wirklich, aber ja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ja, vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt in der Situation. Kommt ja auch mal vor und heilige Scheiße, was macht der denn da mit dem Ball? Also das war ein guter Schuss. Dann machst du nichts. Also jetzt war es Vlahovic. Ah ne, Milik. Okay. Ah, der ist auch schon über 30, oder? Der Adusch. Ich glaube, der ist Adusch mit Vornamen, aber kann auch sein, dass er anders heißt. Echt zu sein, weil ja auch nicht wirklich viel über den Spieler am Wissen halt, außer dass ich schon mal ein bisschen von dem gehört habe, so vom polnischer Nationalspieler müsste das auch sein, aber wie gesagt, nur so ein bisschen aufgeschnappt, nicht viel, weil wie gesagt, Fußball im Real Life bin ich halt ja, ist einfach nicht mehr meins, sag ich wie es ist, so, aber gut, wie soll es auch meins sein, wenn Bayern jetzt mal Meister wird, so Spannung, ja. Da kann ich mir auch WW von heute ansehen, ist genauso langweilig. Wobei, eigentlich schwer zu sagen, ich glaube, da habe ich sogar die Bundesliga ein bisschen beleidigt, die restliche Bundesliga. Das tut mir leid, weil, ja. Ja, will nicht unbedingt gegen die WWE schießen, aber ja. Ist halt auch nicht mehr meins leider. Was echt schade ist, ne? Wrestling war so nach Fußball, so kann man sagen, so meine große Leidenschaft gewesen. Ist sie immer noch, aber ja, schauen selber kaum noch und jetzt wegen Gelaber kriege ich und schlechter Leistung kriege ich auch noch einen eingeschippert von Keen. Also der will wohl doch nicht nach Wolfsburg, der will mit Juve hier weiterkommen. Gut, noch ist nicht alle Tage Abend. Und vielleicht kann ich doch spielen. Ich habe mich halt ein bisschen, ja, ich sag mal so, nicht sicher gefühlt mit, wie ich es am besten regel, weil ja, vor dem Spiel gegen Bayern haben wir ja alles weggeputzt eigentlich und auch keine Probleme wirklich gehabt gegen Milan oder Gala, außer dass ich halt Fehler da gemacht habe. Aber es war halt nicht wirklich schwer gewesen. Eigentlich gar nicht. So. Oder kaum, kann man auch sagen. Und trotzdem halt jetzt halt gegen Bayern und Juve ist das anders. Ja, sind vielleicht andere Kaliber, aber Milan und Gala, die sahen auch nicht so schlecht aus von dem, was ich so vom Kader so an Aufstellung gesehen habe. Also,
Ob da so ein Unterschied ist, krasser gravierender Unterschied ist, dass man da die Schwierigkeit ändert, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Eigentlich gar nicht, aber gut. Konzentrieren wir uns nicht darauf, konzentrieren wir uns mal Fußball zu spielen. Weil der Rest, der liegt ja eh nicht wirklich an uns. Oder an mir. So. Weil das liegt an EA. Sailor-Marie. Nein! Lattenkreuz, ey, das gibt es nicht, ey. Irgendwie ist das auch verflucht hier. Einmal mit Jamie Jan Pfosten, glaube ich, getroffen war das. Und jetzt mit Sailor-Marie an das Lattenkreuz gehämmert den Ball. Ja. Ist wohl Freitag der 13. Wusste ich gar nicht, dass man kurz vor Silvester einen Freitag den 13. haben kann. Ah gut, ich bin nicht abergläubisch, deswegen spielen wir natürlich weiter wie immer. Und ich weiß auch gerade nicht, warum sich das so komisch anfühlt von der Steuerung auch irgendwie gerade. Keine Ahnung, ey. Irgendwie ganz komisch, ey. Na. Also das war gegen Bayern nicht der Fall, nicht, dass man mir irgendwas unterstellen will hier. Gegen Bayern, da war die Steuerung normal, aber hier keine Ahnung, was ist los. Vielleicht irgendwas mit meinem Controller, vielleicht irgendwas mit meiner Konsole. Keine Ahnung. Ist ja auch im Endeffekt scheißegal. Weil lässt sich nicht ändern. Scheiße. Holy shit. Also, wenn es aktuell nicht ändern. 7 Minuten vor Schluss hätten wir fast das 4-2 kassiert. Und wenn das drin gewesen wäre, wäre es noch krasser gewesen, hier keinen Punkt mitzunehmen. Es wäre ärgerlich, weil. Ja, es wäre schon verdient, hier was mitzunehmen. Ah, scheiße, ey. Da kommt er im letzten Moment noch. Ich hab das geahnt. Und das passiert einfach. Komm, Doucouré. Ah, scheiße, Kopfbälle sind nicht so ganz, ey. Alles andere ja. Aber Kopfbälle sind echt nicht so ganz. Ah, scheiße. Ja, jetzt machen sie hier auch noch. Ach, das ist gelaufen. Auch wenn das zum Glück abgefangen worden, gehalten worden ist von Kaylor. Und ich habe halt die Grätsche gesetzt, weil ich halt eigentlich, ja, nicht die Zeit für so einen Scheiß hab. Auf Pass-Pass-Spiel und so eine Scheiße, ey. Aber gut, so sind die Taktiken anderer Vereine, aber sie lassen uns kalt. Wir machen noch den Ausgleich. Ich weiß nicht, wer von uns das war, aber es tut einfach gut. 90. plus. Ah, Mokoko, natürlich. Natürlich. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall seit FIFA 22, seit er kam, einfach Verlass. Hier sieht man es wieder. Und ich weiß nicht, warum man Real Life nicht für Deutschland nominiert ist, aber ich würde ihn mitnehmen, wenn ich deutscher Nationaltrainer wäre. Aber gut, ja, weiß ja nicht, wie seine Form in Real Life ist und ja, oder ob es da vielleicht andere Gründe gab oder gibt. Ne? Ja, deswegen so. Aber wenn halt in Real Life auch so abgehen würde, so, da würde ich ihn schon ins Nationalteam mitnehmen. Wenn ich Nationaltrainer wäre, aber wenn nicht, wenn dann nicht von Deutschland, sage ich, wie es ist. So. No hate, aber ich würde es halt einfach nicht fühlen. Und ja, es gibt ja genug Deutsche, die gerne Nationaltrainer wären. Also ja, da gibt es einige, die ich mehr darüber, also die ich wirklich darüber freuen würden, über das Amt. Arsenal, Sieg über Napoli, 2-1. Hätte ich auch gerne das Ergebnis, aber. Das Leben ist kein Wunschkonzert, hier sehen wir es. Ja, weitere Questions für mich. Ja. Ich würde eher sagen, das hier. Weil wir sollen das Ego nicht dafür sorgen, dass wir zu sehr abheben und dann krachen wir am Boden auf wie der Nachbar Neighbors Back from Hell. In der einen Folge. Und. Das hat mit Glücks nichts zu tun, was für das war ein glückliches Remis. Es war ein verdientes Remis. So. Beide Teams haben krass abgeliefert. Kann man nicht anders sagen. Und Keane war heute der Besten. Naja, er hat auch einiges liegen lassen. Also, ja, wir müssen schauen, was wir besser machen können. Würde ich am besten sagen, auch wenn Keane das gut gemacht hat. Wir schauen und sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, Leute.